ja, shame on me. One-Night-Stand-Erfahrungen. Hattest du schon mal eine Dreier? Never ever. Ist viel zu wenig Geld. Hi Leute, welcome back. Mein Name ist Saskia und heute gibt es wieder ein unangenehme Fragen beantworten Video. Ihr hattet euch das so oft gewünscht, daher dachte ich mir, machen wir das heute. Wenn ihr das Ganze auch wieder mit meinem Freund haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder gebt dem Daumen mit dem Video ein Däumchen nach oben. Dann sehen wir das oder sehe ich das. Ihr habt wirklich eine Menge Fragen gestellt, die schon relativ unbequem sind zu beantworten. Aber ja, ich mache das jetzt einfach trotzdem und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich bin mit 21 noch Jungfrau schlimm. Let me tell you, kleine Storytime. Ich hatte mein erstes Mal mit 15, was richtig früh ist in meinen Augen. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich ist es heute bei 13. Aber ich habe mich damals nicht bereit gefühlt. Hatte aber den Druck von meiner Freundesklique, das jeder schon hatte. Und ich war halt die Einzige, die es nicht hatte. Und ich konnte nicht mitreden. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mit jemandem schlafen. Ich hatte Gott sei Dank einen Freund, der relativ verständnisvoll war und der das langsam gemacht hat. Und der aber auch leider Gottes damals schon so gesagt hat, ja, das ist wichtig und bla. Und dementsprechend, ja, hatte ich dann halt mein erstes Mal. Und es war nicht so toll. Also es war jetzt nicht so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Aber ich hatte auch irgendwie keine Vorstellung. Also man kennt es ja aus Filmen, aber auch die Filme haben mich damals jetzt noch nicht so krass interessiert. Ich war mit 15 einfach noch nicht so weit, dass ich mich da den ganzen Tag irgendwie drum oder mit beschäftigt habe, wie es ist, mit jemandem zu schlafen oder sonst was. Also es war gar nicht meine Welt. Und ich hatte auch sonst nicht so krass Bock da drauf. Also es kam alles erst ein Jahr später. Deswegen lass dir Zeit und lass dich vor allem nicht von anderen Leuten stressen. Ich kann aber gut verstehen, dass natürlich je älter man wird, der Druck auf einen selber auch steigt, wenn man sich denkt, oh mein Gott, manche Leute hatten das schon mit 15. Das sind 7 Jahre. Das heißt, 7 Jahre lang haben diese Leute Erfahrungen gesammelt und ich habe gar nichts. Aber es heißt nicht, dass wenn jemand 7 Jahre Erfahrung gesammelt hat, er gut im Bett ist. Und dass jemand, der noch nie was hatte und dann jemanden kennenlernt, der vielleicht viel Erfahrung hat, dann schlecht ist, wisst ihr? Es kommt immer darauf an, wen man hat und wie man es beigebracht bekommt oder wie man sich das selber beibringt, weil es ist letztendlich eine Übungssache und je öfter man übt, desto besser wird man damit. Deswegen stress dich nicht, es ist vollkommen in Ordnung und selbst wenn du dein erstes Mal mit 30 hast, dann ist das so. Hast du mal 2 Leute zur gleichen Zeit gedatet? Ja, shame on me. Also damals gab es so eine Zeit in meinem Leben, da war ich so zwischen 17 und 19, wo ich mich so ein bisschen ausgetobt habe, wo man halt so Erfahrungen gesammelt hat und let me tell you, dann bist du halt angeschrieben und dann triffst du dich halt mit dem und hast dich halt auch mit dem getroffen und naja. Mittlerweile, ich bin ja in der Beziehung jetzt schon seit einem Jahr, aber ich habe es auch davor dann nicht mehr gemacht. Also wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, dann ging es wirklich auch in der Kennenlernzeit oder je nachdem, was wir hatten, immer nur diese eine Person. Ich hatte nie irgendwie 5, 6, 7 Leute nebeneinander. Ja. One-Night-Stand-Erfahrungen. Ja, ich hatte des Öfteren mal lockere Sachen. One-Night-Stands. Ein oder zwei tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es bevorzuge, mit einer Person zu schlafen, mit der man ja sich vertraut fühlt und mit der man sich auch austauschen kann. Und mir ist es generell sogar lieber, in einer Beziehung zu sein und dann einen Partner zu haben, der dann weiß, was man will und wo man weiß, okay, das ist super gut und das fühlt sich gut an, als dass man irgendwie jetzt in meinem Fall mit 50 verschiedenen Männern schläft. Und keiner so wirklich weiß, was man eigentlich will. Und dementsprechend, ich fühle es nicht. Ich brauche es auch nicht mehr. Ich werde es auch wahrscheinlich nie wieder haben. Weil das sind Erfahrungen, die lernt man in jüngeren Jahren oder vielleicht halt auch in späteren Jahren, je nachdem. Aber das brauche ich definitiv nicht nochmal. Würdest du für 20.000 Euro für ein Jahr auf 40? Nein, never ever. Ist viel zu wenig Geld erstens und zweitens ein Jahr ist Ewigkeiten lang. Nein. Hattest du schon mal einen Dreier? Auch das nicht. Kann ich es mir vorstellen? Eventuell. Ich weiß es aber noch nicht. Ich bin da noch in einem Zwiespalt so probably. Unangenehmste Erfahrung. Ich glaube nicht, dass die Person weiß, dass sie angesprochen ist. Deswegen kann ich euch das ja, glaube ich, erzählen. Also ich hatte eigentlich nie unangenehme Erfahrungen in dem Sinne. Wisst ihr, das Ding ist, wir lagen halt im Bett und wir haben uns schon öfter getroffen und so. Das war eher was Lockeres. Aber diese Person
hat mich nicht angefasst, gar nicht. Und ich dachte so, okay, was ist es jetzt? Weil eigentlich war klar, dass wir ja so was Lockeres irgendwie haben wollen. Und dann kommt man halt schneller zur Sache, als wenn man halt irgendwie eine Beziehung hat. Aber trotzdem, selbst wenn es eine Beziehung gewesen wäre oder auf eine Beziehung zugesteuert wäre, hat er halt gar nichts gemacht. Also er hat mich wieder mal angefasst, gestreichelt, sonst was. Ja, und dann kam es halt irgendwann dazu, weil ich halt was gemacht habe. Ich habe halt angefangen und er hat halt einfach nichts gemacht. Gar nichts. Das war jetzt nicht unangenehm, aber es war halt blöd so. Das ist, glaube ich, genauso wie für Männer, wenn eine Frau einfach nur da liegt und gar nichts macht. So war es halt in dem Moment dann für mich. Ich muss auch dazu sagen, also die Person hat gar nichts gesagt und diese Person war auch kein Anfänger. Deswegen, I don't know. Aber das war nicht so cool. Hast du dir schon mal ein Porno angeschaut? Hä, ja, habe ich. Aber ich persönlich mag Pornos gar nicht. Ich finde einfach, wie Frauen dargestellt werden, abartig. Und generell finde ich, Pornos sind so dermaßen weit weg von der Realität. Man denkt dann automatisch als Frau zumindest. Ich denke das, ich muss perfekt aussehen und diese Geräusche dürfen nicht passieren und das darf nicht passieren. Wenn du miteinander schläfst, siehst du halt nicht immer gut aus. Oder manchmal hat man es halt auch vom Schlafen gehen, man ist ungeschminkt. Frühmorgens waren auch noch keine Zähne geputzt. So Sachen halt. Oder man hat es irgendwie draußen irgendwo ganz spontan. Dann ist nicht immer alles super glatt rasiert etc. So Sachen. Und das macht es für mich so unrealistisch. Und außerdem bringt mir das nichts, wenn ich mir sowas angucke. Also ganz ehrlich, ich verstehe den Hype darum nicht. Also den Hype darum bei Männern nicht. Weil ich kann es nicht nachvollziehen. Also, mir gibt es nichts. Ist halt so. Was mit dem Ex? Aber heute haben wir es irgendwie mit dem Thema. Ich muss sagen, ist für mich eigentlich ein No-Go, weil wenn ich mich trenne, dann trennt man sich aus, also entweder hat man gar keinen Kontakt mehr, man geht im Streit auseinander oder man ist noch Freunde. Aber ich frage mich immer noch, wie Leute Freunde sein können, nachdem sie sich getrennt haben. Da müssen ja bei beiden Seiten die Gefühle komplett weg sein, damit man damit cool ist, dass der andere dann auch wieder mit jemand anderem schläft und so. Deswegen, ich glaube, wenn das passieren würde, also dass Philipp und ich uns trennen und wir dann wieder im Bett landen, dann hat man doch irgendwann wieder Sehnsucht nach dem Partner, oder? Also direkt danach. Also es fühlt sich vielleicht dann richtig gut an, weil man kennt ja dann die Vorlieben des anderen und weiß, was der andere mag. Aber was ist dann danach? Wenn man dann weiß, dass er wieder mit anderen Leuten schläft oder er dann auch weiß, dass du mit anderen Leuten schläfst. So, kritisch. Wie lange sollte ein gutes Vorspiel dauern? Also ich persönlich finde es schon wichtig. Ich mag das gar nicht, wenn man das so ganz schnell macht und fertig ist. Ich sag jetzt mal so, kommt halt darauf an, wie lange man miteinander schlafen möchte, ne? Ich sag jetzt schon mal so 5 Minuten mindestens. Es gibt manchmal Situationen, wo man sich zum Beispiel vorher schon so, ja, zum Beispiel im Restaurant, wo man dann irgendwie so die Hand hinstreckt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wo man dann schon so denkt, okay, ja, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Aber wenn man zu Hause ist und zusammen wohnt, dann muss man halt schon gucken. To be honest, ich bin jetzt nicht so eine Person, die dann auf der Couch liegt und sich denkt, oh, ja jetzt. Sondern ich brauche dann halt schon so ein bisschen Küssen oder sonst was. Sonst geht da gar nichts. Und deswegen ist mir das zu Hause auf jeden Fall schon sehr wichtig. Also mindestens mal 5 Minuten. Ja, und damit würde ich sagen, beendet mir das Video auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Teil 2 wollt mit Philipp zusammen, dann wisst ihr ja, was ihr jetzt tun könnt. Schreibt es in die Kommentare oder gebt dem Video einen Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag, heute ist Mittwoch, zu einem neuen Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ciao.